Station. Da, das bedeutet geradeaus rechts. Schauen wir mal. Herzlichen Glückwunsch! Der Glücksfaktor-Fotowettbewerb wurde erfolgreich abgeschlossen. Danke. Dank eurer Hilfe ist ein wenig beinahe vergessene Amore in mein Leben zurückgekehrt. Ach, und würde es dir was ausmachen, wenn ich diese Fotos mit den Glückskaktoren auch an meine Familie schicke? Meine Frau und meine Tochter freuen sich bestimmt darüber. Ganz und gar nicht. Wenn ich meiner Familie Freude bereiten will, darf ich nicht nur Trübsal blasen. Oh. Am Apparat, was kann ich... verzeihen Sie vielmals, bin schon unterwegs. Alles Gute. Was ein Freak. So, wir haben eine Eris-Karte bekommen. Oha. Viel Spaß damit. Na, wollen wir mal die Mädels nochmal umziehen, Justin? Mal gucken, was uns die Spieler für einen Fanservice geben. Sonnige Blüte oder die Meerjungfrau? Ich weiß nicht, was bei Eris besser aussieht. Oh, das hat auch was. Das hat auch was. Das zeigt Selbstbewusstsein, Warmschein, der Sommersonne. Oh, das nehmen wir. Das zeigt zwar nicht so viel Haut. Aber ich finde, es hat was. Wegen dem Rüchen und so. Wahlgesang. Tiefer als Wahl. Yo. Das nehmen wir. Eine Sache brauchen wir noch. Klavierkonzert. Hauptstory. Da bin ich geradeaus eigentlich schon richtig. Unser heutiges Klavierkonzert. Will nämlich gucken, wie das. Hallo, Tiefer. Heute Abend sollte hier eigentlich ein Klavierkonzert stattfinden. Doch leider gibt es da ein kleines Problem. Anja. Der vorgesehene Pianist hat nur einen Zettel hinterlassen und sich aus dem Staub gemacht. Was eine Drecksau. Ist wohl mit seiner großen Liebe durchgebrannt. Was? Durchgebrannt? Leider bedeutet das aber auch, dass das Konzert wegen des fehlenden Pianisten abgesagt werden muss. Jetzt verlangt man von uns, dass wir einen Ersatz finden. Wie lachhaft. Hier stoßen selbst wir an unsere Grenzen. Wer könnte denn so kurzfristig einspringen? Oh. Sag mal, diese Hände. Diese Finger. Der nicht vom Vieh masturbieren. Im Innern steckt die Kraft einer Kämpferin. Und doch sind sie gleichzeitig so filigran. Du hast Erfahrung im Klavierspielen, habe ich recht? Ja, schon. Aber ich hatte nur einige wenige Klavierstunden, als ich noch ein Kind war. Für lange Diskussionen haben wir keine Zeit. Du wirst dich jetzt ans Klavier setzen, verstanden? Du weißt schon. Palim, palim. Palim, palim. Also... Palim. Das ist komisch. Oh wei.
Ah. Oh mein! Oh, leck mich! Oh, nee. Oh, leck, wieso? Das mit dem Klavier ist behindert. Oh, wei. Oh, Leute. Ich werde das Konzert so verkacken. Wie kommt man denn auf so eine behinderte Idee? Bitte noch komplexer. Macht's doch mit Tasten. Nein, wir müssen das nehmen. Und am besten chillen. Leck mich doch. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Fuck. Ja, leck mich doch am Hodensack. Eine kakophonische Sinfonie voller nie dagewesener Klänge. Wirklich avantgardistisch. Verehrtes Publikum, bitte einen kräftigen Applaus für unsere couragierte Pianistin. Was hätten wir nur ohne sie gemacht? Gar nichts. Hier ist die Freundschaftskarte, die alle Konzertbesucher erhalten. Und noch ein kleines Andenken. Was die Vergütung für den Auftritt angeht. Da bin ich die richtige Ansprechpartnerin. Also wir hätten die Auftrittsgage, meine Vermittlungsgebühr und dann noch den Aufschlag für... Hey. Ich habe übrigens von unserem durchgebrannten Pianisten gehört. Es heißt, er und seine Begleitung seien zu einem Ort aufgebrochen, an dem nichts und niemand zwischen ihnen stünde.
Deine Darbietung hat also nicht nur dieses Hotel, sondern auch die junge Liebe der beiden gerettet. Was? Vielleicht trifft man sich ja eines Tages auf der Bühne vom Honigtöpfchen. Bis dahin, meine reizenden Cupidos der Liebe. Was zum Geier. Honigtöpfchen, das hört sich an wie so ein Bordell, wo man mal eine süße Honigspalte auslutschen kann. Aber ich glaube, den sehen wir nicht zum letzten Mal. Will ich aber hoffen, dass sich das auch lohnt. Hundefüße waren gestern. Heute reist man per Wheelie. Aloha! Hier können du bist so ein Perversling. Bekleidung eingetauscht werden. Viel Spaß damit! Aloha! Hier können Freundschaftskarten gegen Strandbekleidung eingetauscht werden. Viel Spaß damit! Ich will mal gucken, wie die Tifa in dem anderen Outfit aussieht. Glänzender Delfin. Du bist so ein Perversling. Warum? Wenn dieser Typ mit diesem verführerischen Ton sagte, Honigblüte. Oh ja. Haben wir es vom Honigtöpfchen erzählt? Die besonderen. Ich will mal gucken, was es da so gibt. Leihen Sie sich Wheelies aus. 4000 Meter Weltenbummler-Pin. Oh, das mache ich. Sprechen Sie mich an. Fuck. Alter, was sind das für Wheelies? Räumen wir erstmal alles ab hier. Herzlich willkommen. Naja, so wie ich hier alles abräume, bin ich glaube ich nicht so ganz herzlich willkommen, oder? Verehrte Turteltäubchen und Mädchen, die es werden wollen, habt ihr euren Partner schon gefunden? Alter Maul. Ich will einfach nur ein bisschen rumfahren. Harris, habt ihr auch so ein Ding? Dann sammeln wir doppelte Meilen. Naja, 4000 Meter hält sich jetzt in Grenzen. Ja, schon bei der Hälfte. Wo steckt der denn bloß? Also, anscheinend schon im Hotel, dieses Geraube. Hä? Und warum sind wir hier? Bikini Lady. Wo immer ich bin, halte ich die Landschaft in Bildern fest. Wo steckt der denn bloß? Also, anscheinend schon im Hotel hier gerade. Hä? Und warum sind wir dann hier? Also, die lenkt sich normalerweise besser. Verehrte Turteltäubchen und zu werden wollen, habt ihr eure Materie gefunden? Einfach mal alles abrollen. Außer ich krieg ein Verbot. Betten? Nö, ich mach nur alles kaputt.
nicht mitmacht. Bleibt allein. Wohin geht die nächste Lieferung? Wer nicht mitmacht, bleibt allein. Interessant. Wo steckt er denn bloß? Also, fährt er auch nicht schnell, ne? Im Hotel hieß es gerade. Hä? Und warum sind wir dann hier? Naja, sind wir in 4000 km/h. Meter ist mehr. Die Menschheit zu faul ist zu laufen. Ich meine, die bewegt sich nicht. Das Einzige, was sie spürt, ist den Wind zwischen ihren Schenkeln. Verehrte Tochtertäubchen und solche Dinge, habt ihr euren Partner schon gefunden? Guck mal, die bauen das auch alles schön wieder auf, ne? Ist das nicht ein bisschen dumm? Mein Costa mache ich doch ganz. Da will ich doch die Zeit. Wenn ich Vergnügen haben will, will ich doch nicht innerhalb von 5 Minuten alles gesehen haben. Erstmal alles kaputt gemacht. Aloha! Vielen Dank nochmal für Ihre. Mal sehen. Ihr Kilometerzähler sagt. Wow, ich bin wirklich überwältigt. Damit haben Sie sich Ihre Meisterlizenz verdient. Ihre Hingabe zum Wheelie-Fahren ist schon jetzt legendär in Costa. Darüber wird man noch lange reden. Zum Wheelie das einfach Geschenk mal. Wird denen zuteil, die den höchsten Grad an Perfektion beim Wheelie-Fahren erreicht haben. Es ist mir eine Ehre, es überreichen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin jederzeit freie Fahrt. Und nicht vergessen, Sicherheit geht vor. Also. Ich habe jetzt eine Legende abgeschlossen zum Wheelie-Fahren, weil ich mit dem Wheelie einfach die gesamte Insel abgeräumt habe. Aber denk dran, Sicherheit geht vor. Weltenbummler-Pin. Ich habe keine Ahnung, was ich alles gekriegt habe. Ist mir auch egal. Machen wir weiter. Gehen wir zum Strand. Zeichnet das Outfit. Willst du runter zum Strand? Na klar. Dann mal los. Und zwar mit Stil. Als jemand so ein. Das war klar. Na, Red? Was meinst du? Also tiefer. Du wirkst geschmeidig wie ein Delfin. Und Aris, so verspielt wie eine Kreiselschnecke. Soll das ein Lob sein? Eure Schönheitsideale sind mir leider nicht vertraut. Tja, Juppi, scheiße gelaufen, hm? Ja.
Ihr scheint euch hier ja direkt so richtig zu Hause zu fühlen. Was? Da wären wir! Tja, schade, Jungs. Die Mädels sind vergeben. Alles klar? Alter, Tifa, deine Backen, ey. Also die oberen. Wegen der Sonne. Ja, genau. Passt auf, so ein Sonnenbrand ist unangenehm. Musst du gerade sagen. Los, zieht Leine. Los, zieht Leine. Oh, sieh an, wen man nicht so alles trifft. Ah, keine Angst, heute will ich nichts von Aris. Es sei denn, du möchtest mir freiwillig assistieren, da wäre ich höchst erfreut. Ganz bestimmt nicht. Ach so. Naja, egal. So oder so erwartet euch gleich ein grandioses Spektakel. Vielleicht mit dir in der Hauptrolle? Jetzt warten Sie doch. Heißt sie Schlingel. Ach, Zungeier. Ja. Sagt mal, wollt ihr mir nicht im Labor unter die Arme greifen? Wenn ihr für Schindler arbeitet, habt ihr für den Rest eures Lebens ausgesorgt. Wirklich? Wie es der Zufall so will, könnte ich ein paar Assistentinnen gerade sehr gut gebrauchen. Stellt euch doch vor, ihr könntet bei der Geburt eines neuen Helden helfen. Das wäre ja unglaublich. Wisst ihr, ein wahrer Held muss nicht nur durch seine Stärke, sondern auch seine Schönheit bestechen. Denn eine eindrucksvolle Erscheinung kann dem Feind mindestens so viel Ehrfurcht einflößen wie ein kühn Gefühl. Ich würde dem ich würde den Typen nicht so nah hinterher geiern. Der hat nichts Bist Gutes du vor. Ebenfalls dem Ruf gefolgt? Was soll das heißen? Du bist wohl noch nicht erwacht. Wie du sehen kannst, haben sich deine Brüder bereits alle artig hier eingefunden. Ha? Los, aufstellen. Okay. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz gar nicht, Freunde. Hey, was soll das werden? Tja, das werdet ihr in wenigen Augenblicken herausfinden. Solche Organismen wollte ich immer untersuchen. Du Dreckschwein! Barret! Er ist die anderen! Okay, die machen einfach, was sie wollen. Nicht mit mir. Fuck, ne? Mit dem Regenschirm. Gern. Bring wir es hinter uns. Keine Chance. Was? Tegel.
Problem. Dann holen wir mal Titan raus. Immer. Keinen kommt. Jetzt wird abgerechnet. Verdammt, kommt nicht wieder vor. Ich bin bereit. Jetzt oder nie. Alles geht. Hat nur kein Über. Schön gewonnen. Sauber. Fuck. Exzellent. Sogar die Zetra ist uns ins Netz gegangen. Herzlich willkommen zurück, liebste Aris. Keine Polizei. Stimmt, Feuer. Blitz. Na gut, ist jetzt das zweite Spiel, was ich gespielt habe. Und weiter. Ich geb nicht auf. Was zum Geier? Das müssten alle sein. Dann kann ich ja endlich gehen. Was denkst du dir so? Jawoll! Komm ich ungelegen? Oh nein, deine. Danke. Deine Hilfe ist mir sehr so wird genehm. Das nichts, fürchte ich. Aber ich habe einen Plan. Verschaff mir Zeit. Hörst du? Das war's dann. Nennst du gern Panik? Alles.
alles nur wegen mir? Hey, Mr. Sturmfrisur! Hä? Hier! Ich? Du willst helfen, oder? Kannst du hopp! Zeit für den Höhepunkt! What the fuck? Sei doch so freundlich und beende diese sinnlose Scheiße. Feuerball! Jawohl! Volle Kraft! Das wird so nicht. Ich plane nicht, noch mehr von meiner Kompetenz für mich zu verschwenden. Viel Spaß! So, Titan. Jawohl! Schnell, schnell, keine Zeit verlieren! Johnny! Nein, tu es nicht! Bitte was? Schattenblock, Doppelklinger, nur hier zu. Reingefallen! Naruto für Arme. Alter Yuffie. Johnny macht bereit für den Arsch weg. Nein, Red. Lass ihn. Okay, das war ein geiler Auftritt von der Kleinen. Ich habe meiner Firma, der ich arbeite, habe ich gesagt, dass ich jetzt zu meinem Einsatzort gezogen bin und dass ich eigentlich seit März oder beziehungsweise seit 1. April meine Fahrtkostenvergütung nicht mehr brauche. Und die Buchführung hat verkackt, das einzuplanen. Oder das Personalwesen hat mir gesagt, es ist teurer, das umzustellen, als es einfach für ein paar Monate noch weiterlaufen zu lassen. Ich muss mir denken, what the fuck? Wo ist denn Tifa? Verrückt, wenn man bedenkt, dass irgendwo da hinten Midgar liegt, nicht meine richtige Mutter. Sie hieß Ifana. Scheint irgendwie das Umstellen scheint umständlicher und teurer zu sein, als mir jeden Monat nochmal ein 50er fürs Deutschland-Ticket extra zu überweisen. Und Experimente durchgeführt. Will ich nicht meckern. Weil sie eine Zetra war. Aus diesem Grund hasse ich ihn. Zutiefst. Manchmal denke ich sogar an Rache. Ich würde ihn zwar töten, aber nicht aus Rache, sondern eher so sehr, dass ich selbst erschrecke. Eher aus Schutz. Sind doch bloß Gedanken. Und die tun keinem weh.
Ist schon okay. Meinst du wirklich? Zerbrich dir den Kopf, wenn es soweit ist, Aeris. Das ist früh genug. Ich helfe dir so oder so. Hörst du? Wie ritterlich. Komm, jetzt gib der Alten mal einen Kuss. Sollen wir? Den Kopf zerbrechen kann ich mir später. Hast schon recht. Im Spiel Head and Time haben wir auch mit dem Regenschirm gekämpft. Das kleine Headkit. Nicht ich. Ich meinte mich in der Zukunft. Sicher bin ich dann absolut umwerfend. Wirst schon sehen. Das ist ein Versprechen. Ich würde gerne wissen, wie alt die sind. Ojo hat den Leuten hier alles verdorben. Obwohl, eigentlich ist es ja unsere Schuld. Beim nächsten Mal muss ich ruhiger bleiben. Mach dir deshalb keine Vorwürfe. Jeder, der das gesehen hätte, hätte genauso gehandelt. Ja, beim nächsten Mal zerfleische ich ihn. So, wo sind die nächsten? Ich bin mal wieder zu spät, wie immer. Aber was kümmert's mich? Ich bin sowieso geliefert. Ach was. Die können mich alle mal. Bevor die mich rausschmeißen, gehe ich lieber selbst. Ich kündige. Jawohl. Hey, Rufus. Steck dir dein verdammtes Markus sonst wohin. Oh ja. Wir nehmen so ein rotglühendes Flammen-Marco. Also so eine Materia. Und schieben es den Wichser einfach in die Harnröhre. Und lassen es dann explodieren. Und der Urinblase, dass der Lava pisst. Ich würde gerne wissen, wo die Tifa ist. Ah, da. Es war niemand hier, deshalb war ich so frei. Ein Costa del Sol. Den habe ich im siebten Himmel auch manchmal gemixt. Und davon geträumt, mal herzukommen. Das alles fühlt sich so endlos weit weg an. Irgendwie surreal. So weit nun auch wieder nicht. Ja, ist schon klar, aber... Hey! Soll ich dir auch was mixen? Danke, aber... Steck deine Hand in meine Hose. Für die Wiedereröffnung vom siebten Himmel auf. Steck deine Hand in meine Hose und mix mir mein Süppchen. Wann habt ihr das denn abgemacht? Die ist ja gut im Mixen. Du und deine Geheimniskrämerei. Entschuldigung. Immer. Ach, Barrett hat er sie zu, aber die Kleine hat uns vorhin den Arsch gerettet. Während ich rein gar nichts für die Schwarzkutten tun konnte. Du hast es immerhin versucht. Und darauf kommt es an, wenn du mich fragst. Jetzt musst du mich schon trösten. Was kommt als nächstes? Das Ende der Welt? Meine Streampause schlagt dieser. Oh, du willst schon zurück? Ich will nochmal kurz pullern.
So, da bin ich wieder. Du weißt doch, wie es ist, Justin. Dauert doch bei mir nur 5 Sekunden. Ich bin Mr. Potato. Zack, zack. Schwanger. Next one. Zack, zack. Schwanger. So bin ich immer auf Erstsemesterpartys. Das war's dann wohl mit unserem Urlaub. Was? Zugegeben, lief nicht alles nach Plan, aber... Lasst uns zurück zum Hotel gehen. Glaube ich dir sofort. Zum einzigen Strandhotel der Welt. Ohne Strand. Hey, Leute! Johnny! Bist du okay? Hab mich nie besser gefühlt. Danke für deine Hilfe. Wisst ihr, also, ein paar Mädels, die mich beobachtet haben, haben mir alles erzählt. Über Capone und das Hotel. Der hat mich voll verarscht und ich hab's nicht gecheckt. Du hast Schulden gemacht, oder? Wirst du die wieder los? Gutes Stichwort. Die Mädels haben Capone gründlich den Kopf gewaschen, wisst ihr? Wir sagen der ganzen Welt, welchen Dreck sie am Stecken haben. Es sei denn, sie lassen den Helden unserer Stadt endlich in Ruhe. Und da hat er es mir erlassen. Alles. Nice. Oh. Ist ja wirklich? Meinen neuen Ruhm werde ich natürlich nutzen. Zum Beispiel, indem ich mein Strandhotel in einen piekfeinen 7-Sterne-Schuppen verwandle. Hm? Viel Glück dabei. Noch sind die Sterne allerdings ganz schön in der Ferne, nicht wahr? Sehr witzig, aber ihr werdet schon sehen. Wird schon. Hey, hey, nicht übertreiben. Kommt schon. Hast schließlich noch Großes vor. Der kleine Wichsbürgermeister. Ich muss echt was am Licht machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht noch mehr Licht hier reinsetzen, weil für mich wird es halt... Für mich versaut es die Atmosphäre. Danke für alles. Nicht doch. Ich hab zu danken. Und wo zieht's euch als nächstes hin? Wir verfolgen die Schwarzkutten. Oh, die sind heute Morgen Richtung Coralgebirge aufgebrochen. Hab ihnen vorgeschlagen, sich erstmal auszukurieren, aber vergeblich... Das Coralgebirge. Dann ist das auch unser Ziel. Vielen Dank, dass ihr mein bescheidenes Haus beehrt habt. Ich wünsche eine gute Reise. Alles klar. Hey, Leute! Ich glaube, ihr habt was Wichtiges vergessen. Oh, die Kleine schon wieder. Geschickte Materiajägerin bei Tage und bezaubernde Ninja in der Nacht. Bildschön und edelmütig zugleich. Wer versteckt sich hinter dieser Beschreibung? Ich verrat's euch gern! Die unglaubliche Yuppie! Los. Korb. So kommst du mir nicht davon. Ich will ein Duell. Wenn ich gewinne, dann werdet ihr mir als Vasallen dienen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich verliere, stelle ich mich in euren Dienst. Was sagst du? Hä? Du willst wirklich kämpfen? Also, ich will dir ja auch keine Umstände machen. Wir könnten natürlich auch einfach so Freunde werden, hatte ich mir so... Plan gescheitert. Taktischer Rückzug! So, so verrückt. Was hatte die denn?
Barrett, die will bei uns mitmachen. Ob du nun willst oder nicht. Warte mal, ich hab's mir anders überlegt. Sag mal, seid ihr euch wirklich absolut sicher, dass ihr auf mich verzichten wollt? Komm, wir nehmen sie mit. Also gut. Wusste ich's doch! Wenn ihr es euch wirklich so sehr wünscht, will ich mal nicht so sein. Du willst Freut das. Freut uns, Yuffie. Ja, Unterstützung kann man immer gut gebrauchen. Wenn du auch nur auf einen krummen Gedanken kommst, dann stopfe ich dich in Junons Kanone und baller dich bis nach Wutai zurück. Jetzt echt? Okay, geht klar. Yuffie Kisaragi, stets zu euren Diensten. Also am besten stehe ich hier. Und der Prinz zur Urlaubsstimmung.